Wenn du eine Spinne siehst, packt sich die Panik? Schon beim Gedanken an den nächsten Zahnarzttermin wird dir schlecht vor Angst? Obwohl du weißt, dass diese Situationen nicht wirklich gefährlich sind, kannst du deine Angst nicht kontrollieren? Fachleute sprechen bei dieser Form der Angst von einer spezifischen Phobie. Mehr als 10% der Menschen in Deutschland leiden daran. Spezifische Phobien kommen also ziemlich häufig vor. Und Betroffene kämpfen häufig schon als Kinder oder Jugendliche damit. Aber woran erkenne ich, ob ich Spinnen einfach nur ein bisschen eklig finde oder ob ich tatsächlich eine spezifische Phobie habe? In diesem Video erfährst du es und natürlich auch, wie du eine Phobie loswerden kannst. Ob jemand wirklich unter einer spezifischen Phobie leidet, muss immer eine Expertin oder ein Experte wie Ärzte, Psychotherapeuten und Psychiater diagnostizieren. Es gibt aber ein paar klassische Anhaltspunkte. Ein Anzeichen ist, dass die Angst von einer ganz bestimmten Sache oder Situation ausgelöst wird. Zum Beispiel eine Spinne, die sich gerade von der Zimmerdecke abseilt. Leidest du an einer spezifischen Phobie gegen Spinnen, wirst du in dieser Situation vermutlich fluchtartig das Zimmer verlassen. Es ist dir und deiner Angst in dem Moment völlig egal, dass die Spinne harmlos ist. Es fällt dir schwer, dich zu beruhigen, auch wenn du eigentlich vernünftig sein willst. Vielleicht machst du in den nächsten Stunden auch erstmal einen großen Bogen um das Zimmer. So ein konsequentes Vermeidungsverhalten ist ebenfalls eines der Anzeichen für spezifische Phobien. Spezifische Phobien werden meistens durch typische Objekte oder Situationen ausgelöst. Zum Beispiel Tiere. Neben der Spinnenphobie gibt es zum Beispiel auch Hundephobien. Naturphänomene wie Donner, Blitz, Wasser und Stürme. Blut, Spritzen oder Verletzungen. Im Flugzeug, beim Autofahren oder auf Brücken. Was passiert, wenn sich der Auslöser nicht vermeiden lässt? Vom leichten Herzklopfen bis zu Atembeschwerden und Schwächeanfällen sind bei Angst viele unterschiedliche Symptome möglich. Manche Betroffene bekommen Schweißausbrüche oder zittern. Anderen tut die Brust weh oder ihr Magen spielt verrückt. Auf jeden Fall fühlt es sich sehr bedrohlich an. Wie spezifische Phobien entstehen, ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall eine Rolle spielt es, wenn es schon Phobien in der Familie gibt. Wenn Kinder und Jugendliche psychisch stark belastet, steigt ebenfalls das Risiko. Ganz wichtig ist, spezifische Phobien können gut behandelt werden. Wenn du unter deiner Angst leidest, such dir professionelle Hilfe. Ich weiß, es kostet Überwindung, mit so einem Problem zu einer Ärztin oder einem Psychologen zu gehen. Aber damit kannst du verhindern, dass sich aus der Phobie noch weitere Angststörungen oder sogar eine Depression entwickeln. Du musst auch keine Angst haben, dass du mit Tabletten ruhig gestellt wirst. Spezifische Phobien werden vor allem mit Psychotherapien behandelt. Am besten bewährt hat sich dabei die kognitive Verhaltenstherapie. Im Rahmen der Therapie werden Betroffene stark mit dem angstauslösenden Objekt konfrontiert. So werden Ängste schrittweise abgebaut. Nehmen wir mal an, du hast Flugangst. Deine Therapie startet dann erstmal ganz langsam mit Gedanken an Flugzeuge. Dann legt dir der Therapeut oder die Therapeutin Bilder von Flugzeugen vor. Später fahrt ihr gemeinsam zum Flughafen. Nächster Schritt: Ihr setzt euch gemeinsam ins Flugzeug. Zum Schluss fliegst du dann tatsächlich. Immer häufiger arbeiten Therapeutinnen und Therapeuten dabei auch mit Virtual Reality. Zusätzlich gibt es auch Online-Programme, die dich auf deinem Weg unterstützen können. Die Online-Angebote sind kein Ersatz für eine echte Therapie. Aber du kannst sie zum Beispiel auch als Überbrückung nutzen, solange du auf einen Therapieplatz wartest. Es ist erstmal schwierig, dich deiner Angst zu stellen. Aber meistens ist die Therapie schnell erfolgreich. Vor allem Tierphobien kannst du schon oft in einer einzigen Sitzung loswerden. Einmal zur Expertin oder zum Experten gehen und danach nie wieder Angst vor Spinnen haben, klingt für mich nach einem echt guten Deal. Also trau dich und lass dir helfen.